Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder. Nun, schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Und heute machen wir Hackbällchen mit Senf-Frühlingszwiebelsoße. Dazu Kräuterkartoffeln und Salat. Und das Ganze soll dann so aussehen. Nachdem ich euch das Rezept vorgestellt habe, zeige ich euch jetzt die Zutaten. Wir haben hier das Rinderhackfleisch, die Senfsoße, festkochende Kartoffeln, wir haben Salatmix, eine Tomate, Kräuterbutter, mittelscharfer Senf. Auch hier haben wir wieder Paniermehl, Worcestersoße und Preiselbeermarmelade. Des Weiteren benötigen wir auch noch etwas Butter, Pfeffer und Salz, etwas Öl und Balsamico-Essig. Außerdem brauchen wir noch einen großen Topf, eine Pfanne, ein Sieb und zwei Schüsseln. Also, laut dem Rezept kommen zuerst die Kartoffeln ran. Kartoffeln schälen, vierteln, halbieren, in einen großen Topf reichlich heißes Wasser füllen, salzen und aufkochen lassen, dann die Kartoffeln dazugeben und dann 15 bis 18 Minuten garen, bis sie weich sind. Danach durch ein Sieb abgießen. Also, ich habe bereits schon vorgesorgt. Ich habe die Kartoffeln geschält und halbiert. Und außerdem habe ich Wasserkocher heiß gemacht. Reichlich Wasser, haben sie gesagt. Das machen wir auch. Also schütten wir mal alles rein da. Alles, was das Zeug hält. So, dann warten wir, bis es kocht. Dann tun wir die Kartoffeln und das Salz da rein. Wo ist das Salz? Da. Zack, zack. Und warten wir, bis es kocht. Kann ja nicht mehr lange dauern. Wasser ist ja schon ziemlich heiß. Dort steht Hackbällchen zubereiten. In einer großen Schüssel Hackfleisch, Panko-Mehl, den Senf, Worcestersoße, den Salz und Pfeffer gut vermengen. Und dann aus der Hackfleischmasse 8, 12, 16 Bällchen formen. Ich glaube, wir machen 8. Große Schale. Zack. Das Paniermehl dazu. Den Senf. Und die Worcestersoße. Dann etwas Pfeffer und Salz. Dazu geben. So. Ich glaube, es hört sich schon ganz anders an, als wenn das Wasser schon kocht. Ja, wir hauen die Kartoffeln rein.
Bisschen viel Wasser. Hm? Na gut. Können wir ein bisschen abgießen. Mit dem Salz sparsam sein. Und let's cook. Dann wollen wir mal schön alles durchkneten. Das Ganze. Dann wollen wir mal die Hackbällchen kneten, beziehungsweise Hackbällchen formen. So, eins. So. Also für mehr hätte das Hackfleisch auch gar nicht gereicht. Für mehr hätte das Hackfleisch nicht gereicht. Aber die Portionen sehen ja trotzdem gut aus. Na, so klein sind die Bällchen jetzt auch wieder nicht. Dann kommt der Salat ran. Für den Salat. Die Tomate in 1 cm Würfel schneiden, in einer großen zweiten Schüssel geben. Okay, wir machen erstmal die Tomate. So, also ich habe die Tomaten geschnitten. Das kann man hier sehr gut sehen. Und dann machen wir jetzt die nächsten Schritte. Ein Teelöffel Wildpreiselbeermarmelade dazu tun. Ein Teelöffel. So, ein Esslöffel Balsamico-Essig. Balsamico-Essig. Ein Esslöffel. Ein Esslöffel Olivenöl. Ein Esslöffel Wasser. Vermengen, das heißt also gut durchrühren. Gut durchrühren. Und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Also. Ja. Salz. Also, finde ja, ist ja wirklich in den Rezepten sehr viel Salz vorkommt. Also, auch hier. So.
Das ist der Salat, der Tomatensalat. Ach so, die Salatmischung, die kommt auch noch dazu. Aber noch nicht unterheben steht da. Jetzt sieht man nur noch das Grün vom Salatmix. Von den Tomaten keine Spur mehr. Okay. Was kommt als nächstes? So, die Hackbällchen braten. In einer großen Pfanne 1 Esslöffel Öl und 1 Esslöffel Butter erhitzen. Hackbällchen darin mittlere Hitze 8 bis 10 Minuten rundum garbraten, bis sie gar sind. Deswegen steht da ja auch garbraten. Na gut, alles klar. Also, wir machen wieder. Alles so, wie es sein soll. Butter und Öl. Schmelzen. Können wir auch einmal kurz gucken nach den Kartoffeln. Ja, können auch ein bisschen. So, die Hackbällchen da drin braten. So Freunde, wie ihr seht, ich habe schon mal die Hackbällchen in die Pfanne getan, damit sie schön braten. So, und die Kartoffeln dürften jetzt auch soweit sein. Und werde das Ganze wie im Rezept angegeben durch ein Sieb gießen. So, Kartoffeln am Sieb, am Dampfen. Schalten wir mal ein bisschen wieder runter. Sonst brennen sie mir nachher noch an. So. Wie geht's weiter? So, und dann letzte Schritte, abgegossene Kartoffeln zurück in den Topf geben, Kräuterbutter hinzufügen und auf niedrige Hitze schmelzen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, Salat unter das Dressing geben. Kartoffeln, zack, wieder zurück in den Topf. Bei niedriger Hitze, Butter dazu. Zack. Schmelzen lassen. Und den Salat unter das Dressing heben. Okay. Dann machen wir das. Haben wir jetzt.
Wofür die Kräuterbutter jetzt gebraucht haben, weiß ich jetzt auch nicht. Ach, die Kräuterbutter, die kommt zu den Kartoffeln. Ah. Zack, die Kräuterbutter gehört zu den Kartoffeln. Also riechen tut das schon ganz gut, Leute. Naja, Kräuterbutter, ne? Riecht auch so ein bisschen nach Knoblauchbutter. Ja. Die Handbällchen sehen ja auch schon mal ziemlich gut aus. So, dann tun wir das mal alles von der heißen Fläche runter. Damit uns das nicht verbrennt. So, Kartoffeln, Hackbällchen, Salat, dann können wir jetzt anrichten. Ich habe das Essen jetzt angerichtet. So sieht das Ganze in der Nähe aus. Ne? Kartoffeln, die Hackbällchen, der Salat, ein bisschen von dieser Frühlingszwiebelsenfsoße dazu getan. Und dann wollen wir mal probieren, wie es schmeckt. So, Freunde. Dann wollen wir mal probieren. Naja gut, die Kartoffeln schmecken halt nach Kartoffeln, ne? Aber durch die Kräuterbutter hat es schon ein bisschen mehr Geschmack als ganz normal Kartoffeln. Dann ist ja auch noch diese Zwiebelsenfsoße dabei. Ist okay. Dann die Hackbällchen mal probieren. Ja. Ja, die sind Hackbällchen halt. Könnten ein bisschen besser gewürzt sein. Jetzt der Tomaten, dieser Salat hier. Na gut, also was soll ich sagen, Freunde, es ist ein einfaches Gericht, schnell zuzubereiten, einfach zuzubereiten, schmecken tut es auch und ich werde jetzt auch weiter essen und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal, bye.